Hallo liebe Kleber-Fans, hier ist Stefan Teske, eure neue Nummer 4. Ja, ich bin jetzt seit ein paar Wochen hier, habe mich schon gut eingelebt, habe die Jungs kennengelernt, das ganze Team drumherum kennengelernt und ich bin sehr froh hier zu sein. Ja, ich bin auf der Innenverteidigerposition zu Hause, war früher in der Jugend viel in Holland unterwegs, 6 Jahre lang habe ich für Twente Enschede gespielt. Ja, in Holland ist ja dafür bekannt, dass man da viel fußballerisch löst und ich denke, das habe ich da in den 6 Jahren, wurde mir das beigebracht oder eingeflößt. Von daher hoffe ich, dass wir in der Rückrunde auch schön Fußball spielen, natürlich auch erfolgreich. Ich denke, dass ich im Spielaufbau meine Stärken habe, dass wir von hinten aufbauen und nicht alle Bälle wegschießen. Defensives Kopfballspiel ist, denke ich mal, ganz okay. Ich rede viel, das ist auch wichtig, dass meine Spieler drumherum ein gutes Gefühl haben und ich selber auch dadurch, dass wir alle im Spiel bleiben. Ich kann zwei Positionen abdecken, das ist die Linksverteidigerposition und die Innenverteidigerposition. Jetzt so von meiner Statur her gesehen, sehe ich mich eigentlich eher als Innenverteidiger, aber wenn der Trainer mich links sehen will, dann spiele ich auch gerne links. Ja, ich bin durchweg positiv aufgenommen worden. Ich bin zwar noch im Hotel, aber konnte mit meiner Freundin schon einiges von Fürth jetzt sehen. Auch meistens, obwohl es meistens im Dunkeln war, weil wir ja lange trainieren, aber ich bin echt positiv überrascht. Ich habe vorher noch nichts über Fürth echt gewusst und ja, habe mir auch noch nicht so viele Informationen vorher geholt. Von daher ja, ist echt schön hier und ja, die Mannschaft ist so top und das Ganze drumherum ist einfach familiär und das gefällt mir sehr. Also liebe Kleber-Fans, dann wollen wir die Rückrunde, die letzten 15 Spiele mal ordentlich angehen und jedes Spiel richtig Gas geben. Also wir für die Mannschaft, ich spreche jetzt für die Mannschaft, werden alles geben. Ich hoffe, dass ihr auch am Start seid und wir freuen uns drauf.